In Deutschland gibt es rund 50.000 Menschen mit Down-Syndrom. Eigentlich wären es mehr, doch die meisten Kinder werden noch während der Schwangerschaft abgetrieben. Zum ersten Mal beschrieben wurde das Down-Syndrom vor knapp 150 Jahren. Aber wissen Sie auch, wie es dazu kam? Eine Landschaft in England, südlich von London. Es ist das Jahr 1846, ein sonniger Tag. Die Apothekerfamilie Down nutzt das schöne Wetter für einen Ausflug. Auch der 18-jährige Sohn John ist dabei. Er soll später die Apotheke des Vaters übernehmen. Plötzlich ändert sich das Wetter. Sie suchen Unterschlupf in einem Bauernhof. Ein ungewöhnliches Mädchen serviert Tee. Sie ist geistig behindert. Dieses Erlebnis bewegt John tief. Ich spürte den Wunsch, ich sollte etwas tun für ihresgleichen. John wagt den Schritt. Er geht ohne Geld nach London. Hier, nahe des Themseufers am London Hospital, schreibt er sich ein. Er will seinen Traum wahrmachen und Arzt werden. Es ist das Jahr 1853. In London wird man aufmerksam auf ihn, den jungen Medizinstudenten. Der junge John Langton Down ist der Beste seines Jahrgangs. Er gewinnt mehrere Preise. Das Studium ist endlich finanziert. Plötzlich, ein Jahr noch vor seiner Doktorprüfung, bekommt er ein unverhofftes Angebot. Das weite Ziel ist greifbar nah. Er soll Earlswood leiten. Earlswood, das ist ein Heim für fast 400 geistig Behinderte im Süden von London. John soll die unsagbaren Zustände verbessern. 15 Bettenzimmer, hohe Sterblichkeit. Er nimmt jeden einzelnen seiner Patienten ernst. Er lässt sie fotografieren, so wie sie es wollen. Die Fotografie ist gerade erst erfunden worden. Eine Gruppe von Patienten fällt ihm auf. Zu ihr gehört Mary Arnott. Sie ist 19 Jahre alt. Sie kann lesen und am Klavier auswendig kleine Stückchen spielen. Sie ist herzlich, geistreich und fröhlich. Mary und einige andere Patienten zeigen ihrem Aussehen und ihren Fähigkeiten nach Gemeinsamkeiten. 1866 veröffentlicht Down seine Beobachtungen. Er benutzt dazu die wissenschaftliche Sprache und Begriffe seiner Zeit. Damals sind die Thesen des deutschen Arztes und Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach in Mode. Blumenbach unterteilt die Menschen anhand ihrer Schädelform in 5 Rassen. Die weißen, braunen und roten, schwarzen und gelben Menschen. Die asiatischen, gelben Menschen nennt er mongolisch. Down glaubt, bei seinen Patienten eine Ähnlichkeit mit diesen asiatischen Menschen zu erkennen und bezeichnet sie daher als Mongoloid. So kam der Begriff Mongolismus in die Welt. Das Schlimme daran? Die damalige Wissenschaft hält die unterschiedlichen Rassen für unterschiedlich weit entwickelt. Die sogenannte mongolische Rasse gilt als wenig entwickelt und geistig minder bemittelt. Die meisten Ärzte glauben damals sogar, diese Menschen könnten nichts lernen. John Down glaubt genau das Gegenteil. Er will seine Patienten fördern. Earlswood und sein Leiter werden zum beachteten Vorzeigeprojekt. Der Rummel passt den Stiftern immer weniger. 1868 geht John Langton Down fort. Er gründet Normansfield, sein eigenes Heim für geistig Behinderte. In Normansfield lässt Down neben den Wohnanlagen auch Werkstätten bauen. Denn er hat erkannt, für die Förderung der geistigen Fähigkeiten ist gerade auch handwerkliches Training nützlich. Es gibt sogar einen Stall mit vielen Pferden für Bewegungstherapie. Down stellt Physiotherapeuten und Lehrer ein. Sie unterrichten nicht nur Sport und Handwerk, auch Mathematik. Und sie trainieren ihre Schüler im Sprechen. Die Schüler treten im hauseigenen Theater auf.
Mit seinem Bildungskonzept für geistig Behinderte ist Down seiner Zeit um 100 Jahre voraus. Und auch in der Wortwahl setzt Down sich von seinen Kollegen ab. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere verwirft er den abwertenden Begriff Mongoloid endgültig und wird ihn nicht mehr verwenden. 1896 stirbt Down, mitten in der Arbeit, ganz plötzlich. 9 Jahre nach seinem Tod kommt ein Enkel zur Welt. Dem Großvater zu Ehren erhält er den Namen John. John hat das Down-Syndrom. Seit kurzem gibt es ja für schwangere Frauen einen neuen Bluttest. Und er sagt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, ob das Kind das Down-Syndrom hat oder nicht. Denn davor haben die meisten Eltern Angst. Die Vorbehalte sind ja riesig. Klar sind Menschen mit Down-Syndrom ein bisschen anders als wir, aber ist das ein Grund, sie aus unserer Welt zu verbannen? Nano zeigt Ihnen, was eine Humanbiologin von Menschen mit Down-Syndrom gelernt hat. Sie ist die Chefredakteurin der Zeitschrift Ohrenkuss. Bonn, Rheinisches Landesmuseum. Mitarbeiter einer Zeitschrift recherchieren in einer Ausstellung. Noch? Wie alt bist du? Noch? 27. Okay, fast 30. Und das ist viel, viel älter als du. Diesen Jahr bin ich 28. Ah, okay. Sie werden anschließend Artikel über ihre Eindrücke schreiben. Für das Magazin Ohrenkuss. Ohrenkuss gibt es seit 15 Jahren. Katja de Braganza ist die Chefredakteurin. Sie ist eigentlich Biologin. Früher hat sie an der Uni gearbeitet. Damals galten Menschen mit Down-Syndrom noch als minder bemittelt, unvollkommen. Und das war das, was mich geprägt hat. Ich kannte nur solche Bilder. Die haben was Deprimierendes, Würdeloses und informieren auch nicht wirklich. Und es ist immer auf den Defekt aus. Die Fachleute glaubten, so jemand merke noch nicht einmal, dass er behindert sei. Und lesen und schreiben würde er niemals lernen. Katja de Braganza beschloss, dieses Bild zu verändern. Sie plante ihre Zeitschrift und bekam Geld für 4 Ausgaben. 4 Ausgaben eines Magazins, wo nur Menschen mit Down-Syndrom schreiben, zu bestimmten Themen, um der Fachwelt zu beweisen, die können lesen und schreiben. Denn es ist ja so, wenn man was gedruckt sieht, mit dem Namen anständig präsentiert, dann glaubt es ja jeder. Das Geld kam von einer privaten Stiftung. Es reichte für die 4 Ausgaben und für den Beweis. Danach wollte Katja de Braganza zurück an die Uni. So hatte sie es geplant. Ich wusste, ich kann da ja wieder zurück und dort arbeiten. Das ist beflügelnd, diese Vorstellung. Also auch Humangenetiker machen ihre Arbeit gerne. Jetzt waren die 4 Ausgaben fertig, ich kann mich noch an die Sitzung erinnern. Ich hatte damals noch nicht so viele Kollegen wie heute, der Kreis war kleiner. Und dann sagte ich, ja, jetzt hatten wir die 4 Ausgaben und jetzt ist das zu Ende. Also ich hätte auch gar nicht gewusst, wie es weitergeht. Und dann sagte Angela Fritzen, Gründungsmitglied des Ohrenkuss, wie? Eine Zeitung mit nur 4 Ausgaben, das ist ja wohl nichts. Sollte sie die Uni-Karriere sausen lassen? Angela Fritzen, Autorin mit Down-Syndrom, bringt die Lebensplanung der Biologin durcheinander. Katja de Braganza entschließt sich, 1 Jahr weiterzumachen. Wir machen weiter, wir machen 1 Jahr lang weiter. Und wenn wir in der Zeit 1000 Abonnenten haben, dann sehen wir, dass es Leserinnen und Leser gibt. Die Frage war, würden sich so viele Menschen für diese Texte interessieren, die von Liebe handeln, von Mode, Musik, Essen und Trinken und davon, was man einem Baby mit Down-Syndrom wünscht? Es soll schreiben, lesen, malen, Sport machen können. Finde ich sehr praktisch. Verena Günnel, eine Ausbildung, eine schöne Schule. Es soll ein glückliches Mensch werden, so wie ich. Würden Sie das auch sagen können? Das können meine Kollegen. Die halten sich nicht damit auf und sagen, ich bin ein unglücklicher Mensch. Sie haben Teile, die sind vielleicht unglücklich, weil es ihnen nicht gut geht. Aber Verena Günnel sagt, es soll ein glückliches Mensch werden, so wie ich. Das finde ich toll. Und es ist angenehm, mit Kollegen sich zu umgeben, die erst mal so auf die Welt gucken. Was ist diesen Stein da oben? Und weil sich auch immer mehr Leser für diese Autoren begeistern, erhöhen sich kontinuierlich die Abonnentenzahlen.
Die Themen werden anspruchsvoller. Es gibt Hefte über Kunst und Kultur, über Luxus und das Paradies. Ohrenkuss wird sogar nach Dresden eingeladen, um über die Wiedereröffnung des Grünen Gewölbes, Schatzkammer von August dem Starken, zu berichten. Hier sehen Sie meinen Kollegen Marc Lohmann. Er ist auch Gründungsmitglied vom Ohrenkuss. Da kann ich mich auch noch an diese Szene erinnern. Hier sehen Sie überall die Spiegel. Sie sehen an seinem Blick, also das Erkennen dieser Pracht. Solche Orte mit solchen Autoren zu besuchen, das sei wie ein Sog, fast wie eine Droge, sagt Katja de Braganza. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Kollegen anders gucken können. Die können anders aufnehmen, als hätten sie vielleicht wie eine Dimension mehr. Oder wie ein, dass manche Menschen ja nachts, kann man nur schwarz-weiß sehen, als könnte man nachts farbig sehen. Aktuell arbeitet die Redaktion an einer Ausgabe über das Thema Zeit und Vergänglichkeit. Ich bin sehr privilegiert, weil ich diesem Team angehöre und weil ich die Dinge anders anfangen kann zu sehen. Ich trainiere das Wahrnehmen. Sie scheint ein glücklicher Mensch zu sein. Also viele Momente meines Lebens, die mir Erfüllung gebracht haben oder das Gefühl, ja, dafür hat es sich jetzt gelohnt, die habe ich mit meinen Kollegen gehabt. Entstehen aus solchen Momenten dann auch Freundschaften? Freunde sind für mich die, wo ich dann gerne abends noch, wenn wir nicht mehr arbeiten, noch ein Bier trinken oder so. Oder wo ich denke, gerne würde ich mit demjenigen reisen. Auch, oder wenn es mir nicht gut ginge oder so. Und wo man solche Dinge teilt. Und da gibt es durchaus zwei, drei, die mir so nah sind mit diesem Selbstverständnis, das man zwischen Freunden hat. Wissen Sie eigentlich, was ein Ohrenkuss ist? Man hört und sieht ja vieles. Das meiste geht zum einen Ohr rein und kommt zum anderen wieder raus. Manches bleibt aber im Kopf. Das ist dann ein Ohrenkuss, sagen die Macher dieser Zeitschrift.